Herzlich willkommen zum IVD-Minuten-Update am 17. Juni. Diese Woche ist keine Sitzungswoche im Deutschen Bundestag, deshalb stehen keine politischen Termine an und wir nutzen die Zeit, uns um die Weiterentwicklung der Branche zu kümmern. Dafür haben wir von der IVD-Mitgliederversammlung am 6. Juni in München auch einige Prüf- und Handlungsaufträge bekommen. Erstens hat sich die Mitgliederversammlung einstimmig für Änderungen der Geschäftsgebräuche für Gemeinschaftsgeschäfte ausgesprochen. Warum ist das so wichtig? Weil Gemeinschaftsgeschäfte generell, aber vor allem in Zeiten des Angebotsüberhangs und der verlängerten Vermarktungsdauer zunehmend an Bedeutung gewinnen. Mit den überarbeiteten Regelungen für Gemeinschaftsgeschäfte unter Maklern wollen wir sicherstellen, dass Gemeinschaftsgeschäfte einfacher, flexibler und sicherer werden. Einfacher, weil ab jetzt kein Schriftformerfordernis gilt, sondern Textform ausreicht. Flexibler, weil man bei der Aufteilung der Gesamtprovision nicht mehr von einer hälftigen, sondern von einer interessengerechten Teilung ausgeht. Und sicherer, weil der Kunden- und Objektschutz konkretisiert wurde. Ein weiteres Mitgliedermandat, das wir aus München mitgenommen haben, hat mit der technischen Forcierung von Gemeinschaftsgeschäften zu tun. Wir haben die Erlaubnis, um nicht zu sagen den Auftrag bekommen, in eine technologische, digitale Infrastruktur für Gemeinschaftsgeschäfte zu investieren. In den USA sind Multi-Listing-Systeme, MLS, nicht mehr wegzudenken. Aber auch in Europa haben die Gemeinschaftsgeschäfte-Plattformen ihren Siegeszug angetreten. Allen voran in den Niederlanden, wo es nur noch wenige Makler gibt, die ohne MLS arbeiten. In Tschechien hat man vor 3 Jahren mit einem MLS namens iGlue gestartet und hat heute über 3000 Makler, die ihren gesamten Objektbestand einstellen. Warum tun sie das? Weil sie mit dem MLS 30% mehr Umsatz machen. Wir, das heißt die IVD-Mitgliederversammlung, hat sich dafür ausgesprochen, dass wir prüfen, wie in Deutschland eine solche Infrastruktur aussehen müsste, um Gemeinschaftsgeschäfte zu einem neuen Standard zu machen. Und wir nehmen diese Herausforderung an. Und Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Vorstellungen einzubringen. Ich freue mich, wenn Sie mit mir in Kontakt treten, um zu diesem frühen Zeitpunkt der Konzeptionierung Ihre Expertise einfließen zu lassen. Wie Sie mich erreichen, sehen Sie in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute, eine erfolgreiche Woche. Ihre Caroline Hegenbarth.